Wer zum Teufel ist Lea? Und was singt sie? So, jetzt hätte ich am Morgen das Zugfahren schon fast verbockt. Ich muss den Zug wechseln, weil ich mich schon mit Erik ins Buitendrübel treffe. Und kurz bevor dem Local, den ich nehmen sollte, fährt ein Halblocal. Also der fährt Local bis Tarrytown und ab da Express. Und der hätte mich also da nicht rausgelassen. Aber ich konnte es unterwegs fixen. Puh, Bahnfahren ist ganz schön kompliziert. Standing tall at LaGuardia's gates. City skyline fades in the morning dew. Hard goodbyes were taken off in the light of dawn. New York seems. So, das ist also das brandneue Terminal hier am LaGuardia in New York. Und ja, ihr habt es schon geahnt, vielleicht, dank des Videotitels. Es geht heute nach Washington DC, in die Gleichstromstadt. Ein bisschen dem Frank auf den Sack gehen. Standing tall at LaGuardia's gates. City skyline fades in the morning dew. Hard goodbyes were taken off. So, guten Morgen. Der einzige Ort auf der Welt, an dem man morgens um 10 Uhr ein Bier trinken kann und man nicht blöd angeschaut wird, ist der Flughafen. Prost. Eine Stunde kann man das mal aushalten. Large items in the overhead bins. We are headed to Washington's Dulles Airport. Welcome aboard. So, dem Vernehmen nach ist New York wohl gerade von einem Erdbeben erschüttert worden. Es kann ja nur daran liegen, dass wir abgehoben sind und die Erdkruste sich entspannt hat. Na, jedenfalls haben wir da oben im Flieger davon nichts gemerkt, obwohl es ganz schön gewackelt hat. Diese kleinen Maschinen, das ist wie Treckerfahren, da kriegst du jeden Schlag mit. Aber, naja, 45 Minuten passt schon. Ja, und das hier ist Washington. Wo kriegen die immer nur diese hässlichen Teppiche her? Hey Sie, nicht meinen Koffer stehlen! Kleines Pocket-Duell im Zentrum der Macht am frühen Morgen. Bis der sein Ding wieder hochgefahren hat da. Ich habe schon mal den Koffer gefunden, Holger noch nicht. Doch, ich bin hier. Da ist er. Ich bin hier. Hallo. Übrigens, Erik ist auch mit am Start. Hallo. Erik, ja, auch, ne? Einer muss ja auf uns aufpassen. Also, wie gesagt, so, Chauffeur ist am Start. Ja, wird die Route einprogrammiert. Wir geben es dann weiter. Ne? Co-Pilot ist da. Und jetzt fahren wir nach Georgetown. Erstmal fahren wir zum Lidl. Jetzt fahren wir erstmal zum Lidl. Brötchen und Wurst kaufen. Also ein bisschen komisch, wenn ich den Tesla schon dabei sein. So, der Frank ist es hier schon am Bekochen. Es gibt lecker Bratwurst vom Lidl im Brötchen mit Senf. Fränkische. Herz, was willst du mehr? Fränkische Bratwurst. Ja, klar. Fränkische Bratwurst von Frank. Mit Bautzener Senf. Ja, international. So, und wenn wir jetzt nach rechts rüber schwenken, da ist das berühmte Waisenhaus. Ja.
So, Tag 2, wir haben die Casa Frank verlassen. Hier sind die beiden tapferen, einmal Frank der Reiseführer und Eric. Guten Tag. Wir machen uns wieder auf in die Stadt und versuchen heute den Rest zu erledigen, ohne 20.000 Schritte zu machen. So, herzlich willkommen am Höhepunkt meiner Reise nach Washington DC. Diesem wunderschönen Bahnhof hier in der Nähe des Kapitols der Washington Union Station. Ja, bis Anfang 1900, genauer gesagt 1901, hatte auch Washington, wie New York bis heute, keine Union Station. Das ist ja eine ziemlich zerklüftete Eisenbahnlandschaft hier in Amerika gewesen. Und jede Eisenbahngesellschaft hat nicht nur ihre eigenen Strecken gebaut, sondern hat sich auch jeder seinen eigenen Bahnhof gebaut. Das heißt, bis vor 1900 gab es ja auch zwei verschiedene große Bahnhöfe in Washington. Einen von der Pennsylvania Railroad und einen von der Baltimore und Ohio Railroad. Und einer von denen war genau da, wo heutzutage die National Mall ist. Das heißt, 1900 haben die beiden sich zusammengetan und haben gesagt, komm, wir bauen uns jetzt mal einen großen Bahnhof, eine sogenannte Union Station, und dann kann die Stadt ihre National Mall da entwickeln. Ja, 1901 ging es los mit den Planungen für diesen wunderschönen Bahnhof hier. Die Washington Union Station ist zum anderen auch heutzutage der südliche Endbahnhof von Amerikas einziger Hochgeschwindigkeitszugstrecke, dem sogenannten Northeast Corridor, der von Boston in Massachusetts bis hier nach Washington DC geht. Und die Acela-Züge,
die fast so schön sind wie unsere deutschen ICEs, fahren halt mit, in Anführungszeichen, Hochgeschwindigkeit zwischen Boston und Washington DC. So, speziell im Fernverkehr in Amerika ist es halt nicht so angesagt, dass man einfach auf dem Bahnsteig läuft, weil hier läuft das wie am Flughafen. Du musst erst einchecken und wenn dein Zug ready to board ist, dann wirst du erst auf dem Bahnsteig gelassen. Wir sind jetzt halt einfach mal drauf gewandert, weil ich habe hier Personenschutz bei mir. Aber die freundliche Polizistin am Bahnsteig hat uns schon darauf hingewiesen, Leute, so geht das nicht. Guck mal hier, wie am Flughafen gibt es ein Gepäckband. Findet man ja auch an keinem deutschen Bahnhof, ne? Das ist die berühmte Taco Bell hier. Wir laufen ja hier vom Bahnhof aus in Richtung Kapitol. Da ist das Kapitol und zwar die linke Seite davon. Und da hinten ist der Bahnhof. Und hier kurz vorm Kapitol ist dieses tolle weiße große Gebäude. Das ist quasi das Äquivalent zum Langenäugen in Bonn, bevor die Leute nach Berlin gezogen sind. So, wer von euch weiß Bescheid? Was hier in diesem Gebäude passiert mit dieser Information, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, ist eigentlich schon nett von diesen Amerikanern, dass sie eine ganze Stadt nach ihrem ersten Präsidenten benennen. Weil wir waren in Deutschland, Heuss. Haben wir Heuss? Heuss, Heussweiler im Saarland. It's a start für Deutschland. So, dann arbeiten wir noch eine weitere Checkbox auf der Eisenbahn-Checkliste ab. Jetzt fahren wir noch ein Stückchen U-Bahn nach Arlington auf ein Hochhaus. So, es gibt hier so eine U-Bahn- und Bus-Club-Karte. Der Frank hat zum Glück eine. Die kostet leer schon mal 2 Dollar Gebühr, aber er lässt uns mit seiner mitfahren. So schön wie in New York, wo du einfach dein Handy mit Apple Pay ranhältst, ist es hier leider nicht. Du kannst es zwar auch mit dem Handy machen, aber du brauchst trotzdem irgendwie diese Karte da. Washington View Tower. Kein Eintritt und keine Leute, denn was nichts kostet, taucht nichts. Da ist der Amerikaner ja gnadenlos. Aber umso besser für uns, die haben auch Platz und können so ein bisschen entspannen von dieser stressigen Städtetour. Musik.
So, Tag 3, der letzte Tag meiner kleinen Reise endet hier am Jefferson Memorial, zumindest der Washington-Teil. Später schauen wir uns noch ein paar Wasserfälle an und dann geht's schon wieder nach Hause. So, wir fangen dann an, den Besuch in Washington abzurunden und zwar mit einem kleinen Besuch in der freien Wildbahn. Hier gibt es noch Wasserfälle vom Potomac River und wir sind am ersten sonnigen Sonntag für dieses Jahr hier und ihr könnt euch vorstellen, was hier los ist. Aber egal, da müssen wir jetzt durch. Nature! Und hier schließt sich der Kreis dann jetzt. An der Stelle schon mal auf Wiedersehen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt es so noch ein bisschen Heimreise-B-Roll.